So, und da geht's jetzt auch weiter. Links 2, 3, 4, links 2. Ich hätte schwören können, dass die Parade der Ritter in Spe erst am nächsten Tag war. Triumph und ich hätten dort mitmarschieren sollen. Meine ersten Minuten in Daventry waren kein gelungener Start. Wie hast du sie eingeholt? Wenn das jetzt eine Parade war, wo sind die Leute, die jubeln oder die dann diese Parade feiern, weil jetzt gerade der letzte, der Kleine da mit der grünen Feder auf dem Kopf, der hat ja so ein auf möchte gern Checker hat er da ja gemacht, so von wegen so, ey, ja Leute, hier bin ich und bam, ne? Aber irgendwie, ja, keine Leute da, also. Und bei denen soll ich dann mitmachen? Die dann irgendwelche imaginären Fans haben? Okay. Oh! Okay, ich bin nicht der Einzige, der die Parade verpennt hat. Oh, herrlich. Ah. So, was ist das hier? Entschuldigung. So, ein Horn. Dem seltsamen Horn fehlte wohl eine Art Mundstück. Okay, also man muss hier wohl was rufen können, aber uns fehlt ein Mundstück. Okay, also ich denke mal, dann wird unsere erste Aufgabe jetzt sein, oder die Aufgabe hier jetzt sein, ein Mundstück zu finden. Aber ich gehe mal hier gucken. Okay. Wald. Noch mehr Wald. Ganz viel Wald. Aber ich muss schon sagen, ist schon schön, ne? Da mit dem Schmetterling rechts, die Vögelchen. Okay, hier sind geborstene Bäume. Okay, es wird jetzt... Eine seltsame Spur zog sich durch den Wald. Okay, der Wald ist nicht mehr schön. Ah, ein Hoppelhase da hinten. Hä? Eine Quelle? Ich will in der Quelle baden. Okay. Ein Kollege von mir spielt Ark. Ach so, ja, ich hatte ja damals angefangen, ein Let's Play von Ark zu machen. Ich habe die Folgen, die letzten Folgen bis jetzt noch nicht hochgeladen. Liegt daran, weil, mitten in der Erkundungstour auf dem PvE-Server habe ich dann einen anderen Spieler getroffen und just diesen Moment, es ergab sich dann halt, dass wir dann halt zusammen Stamm gegründet hatten und dann hatten wir angefangen weiter zu spielen und dies und machen und dies und jenes zu herauszufinden. Ja, ich hatte dann aber mit den Aufnahmen aufgehört, weil ich nicht wollte, weil ich habe dann halt mit ihm auch die ganze Zeit gequasselt über das über den Ingame-Chat, den man da hat. Und ich wollte jetzt nicht gegen sein Wissen jetzt hier Videos aufzeichnen, wo er dann halt da normal mit mir redet. Also es war ein Deutscher, also um genau zu sein, ein Schweizer. Ja, und dann deswegen ist dann da das Projekt dann auch halt abrupt zu liegen geblieben. Nee, abrupt zum Liegen gekommen. Weil ich dann halt, ich hatte dann nachher mit ihm weiter zusammengespielt und hatte mich dann halt auch in das Spiel so sehr vertieft, und dann ist mir halt auch irgendwann eingefallen, so, scheiße, du wolltest doch da noch Videos machen, Let's Play halt, ne, und, ja,
Bis mir das eingefallen ist, dann habe ich da 30 Level weitergemacht. Da hatten wir dann schon die erste Basis errichtet. Also eigentlich dann all das, was dann halt wirklich so richtig interessant ist, das ist dann halt alles schon geschehen und passiert gewesen, ohne dass ich es halt aufzeichnen konnte. Aber halt auch aufgrund dessen, weil ich dann halt mit dem, den ich dann da halt angefangen habe zusammenzuspielen, ich wollte ihn halt nicht mit aufzeichnen, ohne sein Wissen. Er hat mir zwar nachher gesagt, es wäre in Ordnung gewesen, aber ich habe es dann trotzdem nicht getan. Ja, und deswegen ist es dann halt... Also ich werde jetzt gucken, dass ich die letzten Folgen, die ich jetzt noch da aufgezeichnet hatte, die werde ich jetzt halt noch... oder die sind schon bearbeitet, die warten eigentlich nur noch darauf, hochgeladen zu werden. Aber dann denke ich mir so, warum soll ich die jetzt noch hochladen, wenn nach den Folgen eh dann vorbei ist. Also ich denke mal, ich werde dann halt auch die Let's Play Arc Folgen, werde ich dann halt höchstwahrscheinlich auch dann wieder runternehmen. Weil summa summarum ist nichts passiert. Naja, egal. Wir sind im anderen Spiel. Weiter geht's. Hoppeläschen. Komm her. Ich hab einen Bogen. Komm her. Ach nee, ich hab den Bogen nicht mehr. Jetzt sind wir ja bei einem anderen Part der Geschichte. Boah. Also, Entschuldigung, ich war jetzt gerade aufgrund des Spiels gefesselt. Einfach nur dieser schöne Anblick. Dann mit der Musik dabei war ich jetzt noch kurz gefesselt. Also, schön. Wirklich schön, also da kann ich echt nichts gegen sagen. Also, aber weiter. Überall die schönen Vögel. Hä? Was ist das? Er guckt auf jeden Fall hin. Also er will das haben. Frösche? Kaninchen? Also von Flora und Fauna gesehen ist hier alles... Er guckt auf diese Kiste. Kann ich den Baum hochklettern vielleicht? Ich fragte mich, was diese Vögel mit Werkzeug wollten. Nest bauen. Ja. Schussel. Ein Jammer. Es war nur eine kleine Axt übrig. Und nein, Gwendolin, bevor du mir tausende von Fragen deswegen stellst, ich habe damit nicht wahllos alles klein gehackt. Ich würd's tun. Es gab keinen Grund, diesen wunderbaren Baum zu fällen. Doch, vielleicht ist noch was im Nest. Es gab keinen Grund, diesen wunderbaren Baum zu fällen. Dann nicht. Oh, Frogger! Okay, das geht nicht da lang. Wunderbares Minispiel, Frogger.
Das Rad schien noch nicht lange kaputt zu sein. Du hast doch einen am Rad. Ich frage mich jetzt... Ich dachte, wir suchen ein Mundstück und jetzt bin ich hier durch... durch den Wald hier am Durchplästern. Oh! Guten Tag! Fort mit euch, Diebespack! Jeha! Oh! Ey. Nur ein Junge! Keine Ahnung, woher er kommt. Sicher schwer auszusprechen. Schleich dich nie an jemanden heran an einem so gefährlichen Ort. Oh! Was ist mit deinem Fuß? Bist du auf irgendwelche Dornen getreten? Keine Angst, ich habe etwas. Sag, ist es eher ein... oder ein... Sei's drum, der Wunderkrämer kümmert sich um dich. Aber nicht umsonst. Ich habe meinen Hals riskiert für die seltensten, wundersamsten, geheimnisvollsten und meist auch leckersten Zutaten. Ah, da ist es ja. Ich massiere das zweimal täglich in meine Haut ein und sieh dir meine Pfirsichfüße an. Andererseits, vielleicht besser doch nicht. Könnte dein Wachstum hemmen. Welch herrliches Material. Hey. Ich wusste, dass du nicht von hier bist. Nun, beeil dich besser. Niemand mag unpünktliche Ritter. Oh, warte. Du steckst hier mit fest. Alle Brücken sind weg. Und meine Abkürzung hat nicht funktioniert. Ich könnte schwören, dass dieser Fels direkt aus dem Wasser kam. Jetzt sitze ich hier mit einem kaputten Rad, einer fehlenden Werkzeugkiste und Herrn von Schling. Sag mal, ein strammer Bursche wie du kann mir doch sicher bei der Radreparatur helfen. Hilf du mir mit dem Wagen, dann nehme ich dich mit zum Turnier. Hoffentlich bemerkt sonst keiner deine schreckliche Unpünktlichkeit. Oh, wie unhöflich. Hattest du Fragen an mich? Nein, absolut nicht. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel von seiner eigenen Medizin geschluckt. Der ist total hyperaktiv. Aber irgendwie witzig, also... Ich weiß noch nicht. Ich kann noch nicht sagen, in welche Kategorie ich den Typen einpacken will. Wie war das nochmal? Hör doch zu, Junge. Keine Brücken, keine Abkürzung, fliegende Fels, Rad kaputt. Sei so nett und hol Werkzeug, reparier den Wagen und fahr mit zum Turnier. Das war dann also die Frage an ihn. So von wegen, was er vorhat. Ja, gut. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ich... Hier und etwas Muskelschmalz da und schon verflixt. Ja, ja, so viel zum Thema wachstumshemmende Fußsalbe. Mhm. Ah, gucke mal hier. Baum. Hat der Typ noch mehr so lustige Sätze? Nicht, dass sie wirklich lustig sind, aber... Jetzt hier müsste nur etwas nach links und noch ein bisschen... Ah, vermaledeiter Mist. Such mir ein Rad, Junge. Etwas Großes und Rundes sollte genügen. Groß, rund, okay. Hast du immer noch kein Ersatzrad gefunden? Ich bin's nicht, der zu spät zum Turnier kommt. Groß, rund, okay. Achso, wie war das nochmal mit dem Rad? Je schneller du etwas Großes und Rundes für mich findest, desto eher kann ich wieder liefern. Groß, rund, okay. Groß, aber nicht rund. Nein. Oh, kommt nach der Betriebe, staunt all die Brücken. Welche Brücken, bitte schön? Die nicht da sind. Ja, okay, dann nehmen wir mal hier mal das. Eine kleine Axt mit Vorsicht zu gebrauchen. Hm? Hossa! Und zack! Und noch einmal! Und jetzt fall um! Gut, Axt haben wir noch. Ich hatte die Befürchtung, dass sich die Axt jetzt verbraucht. Mein angestammter Platz war auf der anderen Seite, also erklomm ich die Wurzel des Problems. Ah, Opa, ich bin kein Fan deiner Wortspiele. Was ist los? Gefällt dir meine Stimme nicht? Du gewöhnst dich schon an die Wortspiele. Die sind grausam. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch alles kommt. So, wir sind drüben.
Huch. Hallo. Finster, drein, schauende, gelbe Leuchteraugen. Sind nur Glühwürmchen. Sind wir mutig? Wir sind mutig. Meets, meets. Keine Meets, keine Meets! Da ist auf jeden Fall irgendwas im Busch. Hier auch. Da waren keine Räder. Ach, sag an! Hat nur nach mir gebissen. Kann kein Rad sein. Oh. Ah! Da oben ist ein... Oder besser gesagt, ist der Brunnen. Den kennen wir doch. Eine Hecke aus stacheligem Dorngras versperrte den Weg zum Brunnen. Der Brunnen mit dem gigariesigen Drachen? Vielleicht. Wir haben noch eine Axt, da können wir doch... Ich konnte das Dorngras mit meiner winzigen Axt nicht hacken. Es bedurfte einer größeren, schärferen Klinge. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter lang. Weil mehr kann ich momentan nicht tun, irgendwie. Wobei, ich finde die Augen so cool.